Hey Kerstin. Der Helikopter Duck-In geht so. Ich empfehle dir vorher den ganz normalen Duck-In zu üben. Und zwar, das ist der ganz normale Duck-In. Gehst du mal zur Seite, dass man das Kerstin erklären kann? Das ist gut. Ich hab mal links. Nein, so fällt es um die Kamera. Bitte nicht anfassen, Paul, sonst ist das Handy kaputt. Also ich spiele ihn mit meiner linken Hand links rum und wenn er hinter mir ist, an dieser Position, öffne ich die Hand und bringe die so hinter meinen Körper. Dann bin ich in diesem Griff hier hinten drin. Von hier aus hast du die Möglichkeit, dich reinzuducken. Und wenn du dich reinduckst, empfehle ich dir, mit deiner anderen Hand den Hub von außen entgegenzunehmen und ihn halt an deinen Körper zu drücken und so wieder Schwung zu kriegen. Das ist der ganz normale Duck-In. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil Kinder haben Hunger und wollen nach Hause Abendessen. Da hier nochmal. Sobald er hinter mir ist, greife ich zu, bringe ihn hinter den Rücken und duck mich rein und gebe mit der anderen Hand Schwung. Das ist der normale Duck-In. Wenn du einen Helikopter-Duck-In, voll Wortsalat, üben möchtest, das ist eigentlich das Gleiche, nur dass du die Hand öffnest und den Hula-Hoop-Reifen so um den Daumen ein paar Mal drehst, hinter deinem Rücken und dich dann reinduckst. Ich versuche das mal von hinten zu zeigen und hoffe, das geht. Ich spiele exakt das Gleiche wie eben. Bring ihn so nach hier hinten. Und wenn ich jetzt hier hinten bin, strecke ich meinen Daumen nach oben aus. So. Dass ich den halt hinterm Rücken spielen kann. Und wenn du den hier vorne siehst, ich an meiner rechten Körperseite, ich den Reifen sehe, dann kannst du dich reinducken. Ich zeige es nochmal von vorne, dann nochmal von der Seite und von hinten. So, Daumen rein und reinducken. Naja, oder so ähnlich. Hier von der Seite. Ich bringe den, wie gesagt, erstmal nach hier hinten. Dann wechsle ich auf den Baum und dreh mich rein. Der Wechsel auf den Daumen passiert schon auf dem Weg hinterm Rücken, wenn ich mit dem Hula-Hoop-Reifen hinterm Rücken gehe. Das heißt, wenn ich hier lang gehe, von oben, hier an der Körperseite vorbei, stecke ich so den Daumen rein. Das hat dann, und dann komme ich da hinten hin. So. Und von hier, wie gesagt, wenn ich ihn mal an der rechten Körperseite sehe, kann ich ihn mit der anderen Hand entgegennehmen und das spielen. Ich hoffe, das reicht so als kurzes Ding. Ich bin echt im Stress, weil die Kinder, wie gesagt, Hunger haben. Viel Fun damit und bis bald.